Ich denke, es wird Zeit, dass wir das neue Format dieses fantastischen Kanals Brot mit Ei aufschnappen. Und darum soll es heute gehen. Denn ich werde euch heute 4 geniale Zubereitungen zeigen für dieses geile Gemüse. Kirschtomaten, ich liebe sie. Fleischtomaten, hau mir ab. Aber mit Kirschtomaten lässt sich so schnell arbeiten. Schmecken die? Mmh. Amore. Wenn ihr Kirschtomaten wascht, gibt es einen ganz einfachen Trick, wie ihr sie von der Rispe abbekommt. Indem ihr sie in eurer Hand einfach hin und her bewegt. Wir kochen uns erstmal einen Topf mit Wasser auf. Kein Salz rein, einfach nur kochen. Was wir jetzt machen ist folgendes. Wir erhitzen die Tomaten innerhalb von kurzer Zeit auf eine sehr hohe Temperatur. Wir sorgen aber nicht dafür, dass das Gemüse an sich kocht. Nein, denn wir werden diesen Garvorgang nach 20 bis 30 Sekunden wieder unterbrechen, indem die Tomaten aus dem kochenden Wasser rausholen und in eiskaltes Wasser reinschmeißen. Umso kälter das Wasser ist, umso einfacher lässt sich die Haut danach abziehen. Ist das Wasser aus dem Hahn nicht kalt genug, dann schmeißt noch ein paar Eiswürfel rein. Die hätte ich mal auffüllen können. Gebt die Kirschtomaten in sprudelnd heißes Wasser. Nach 20 bis 25 Sekunden könnt ihr sie in kaltes Wasser abkühlen lassen und danach ganz einfach schälen. Bruschetta, ihr kennt es, ein wunderbares italienisches Weißbrot, geröstet mit einer Tomaten-Concassé- und Zwiebelmasse. Olivenöl, Knoblauch dazu, ein bisschen Basilikum, Oregano, Majoran, wie ihr das genau abschmecken möchtet, Salz, Pfeffer, bam, bam, fertig. Es gibt keinen Menschen, der sagen würde, oh, da habe ich jetzt aber gar keine Lust drauf. Eine Bruschetta ist der perfekte Snack. Halbiert und entkernt eure Kirschtomaten. Denn was wir hier haben wollen, ist das knackige Fleisch der Tomate. Eine Schalotte in feine Brunoise schneiden. Also kleine Würfel. Wir hacken jetzt die Kirschtomaten zu einem feinen Tomaten-Concassé, also entkernte Kirschtomaten, die fein gehackt werden. Und würzen das mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Knoblauchöl. Nebenbei rösten wir unser Weißbrot. Dafür etwas Olivenöl in die Pfanne geben und das Brot von beiden Seiten schön kross ausbacken. Mit unserer Tomatenmasse belegen, mit Basilikum garnieren und etwas Balsamico drüber geben. Kleine Ritzer vom Parmesan und verzieren uns damit die Bruschetta. Ich weiß, es ist jetzt nicht mehr vegan, aber ich kann es einfach nicht lassen. Es tut mir leid. Nummer 1, unsere Bruschetta. Ich liebe sie, ich liebe Bruschetta. Einfache Zutaten, bestes Ergebnis. Entschuldigung. Wem das Ganze bis jetzt schon viel zu aufwendig war, der freut sich über die nächste Variante. Und zwar haben wir den Ofen vorgeheizt auf 190 Grad. Wird schon seit geraumer Zeit. Was? 38 Minuten? Ach du Scheiße. Wir haben hier unsere Tomaten. Einfach halbieren. Brauner Zucker. Salz. Etwas Pfeffer. Olivenöl, ganz genau. Spart euch das Schälen. Ihr schiebt die Dinger einfach wie sie sind, ein bisschen mariniert in den heißen Ofen. Und wartet auf das Ergebnis. Nach einer Dreiviertelstunde haben wir hier Tomaten, gotteswürdige Tomaten. Es sind schon gar keine Tomaten mehr. Mmh. Schon Salz. Diese ofengegrillten Tomaten, die sind perfekt, wenn wir uns jetzt einfach, und hier noch ein kleiner Tipp unter der Hand, eine frische Knolle Knoblauch. Da schneidet ihr euch einfach mal, glaubt mir, ihr habt selten ein so knoblauchiges Brot gegessen, wie wenn ihr mit frischem Knoblauch einfach mal darüber geht. Ist euch selbst das zu anstrengend? Und ihr wollt einfach nur eine schöne Beilage haben für euer Rührei. Oder wie es die Engländer machen morgens, eine gegrillte Tomate. Die Tomate auf den Grill legen und gucken, dass euch die Scheiße nicht abfackelt. Ihr könnt aber auch heißes Fett benutzen, dann nennt man das Ganze Konfieren. Die Pfanne ist schön heiß. So. Extrem schnell erledigt, haben wir jetzt hier unsere konfierten Tomaten. Es ist im Prinzip wie frittieren. Und hier haben wir unsere gegrillten Tomaten als Beilage. Grobes Meersalz, Pfeffer drauf
Und ihr habt eine tippitoppi Beilage zu Rührei, zu Grillgut, zu Antipasti. Es geht immer als Vorspeise, als Hauptgericht und wenn ihr Bock habt als Nachspeise, ist es gar kein Problem. Rezeptvorschlag Nummer 4 ist auch hier mein Favorit. Bei diesem extrem schnellen und einfachen Pasta-Gericht wird einem die Simplizität und die Genialität der italienischen Küche bewusst. Wir hacken uns die zuvor blanchierten Tomaten in kleine, feine Stücke. Und Freunde, es geht jetzt nicht darum, diese Soße besonders lange einkochen zu lassen. Nein, warum denn auch? Es sind keine Tomaten aus der Dose, die ihr erst mit Geschmack füttern müsst. Nein, der Geschmack ist bereits hier drin. Bei 2 Thymian mit Schale, allen drum und dran. Einfach mal ein schönes Stück abschneiden, rein damit. Pfeffer, Prise Salz und einmal schön aufkochen lassen. Die Pasta muss gleichmäßig kochen, kurz andrehen in den Topf und es verteilt sich von ganz allein im gesamten Topf und rückt jetzt nach, solange die Pasta unten weich wird. Wann die al dente ist, probiert die Pasta und sagt, schmeckt die euch? Wenn ich sie ganz gerne noch mit Biss haben möchte, hole ich sie natürlich früher raus. Wenn ich sie ganz gern weich habe, hole ich sie später raus. Wenn ich sie noch ein bisschen in der Soße mitkoche, um den Geschmack aufzusaugen, hole ich sie ebenfalls eine Minute früher raus. Al dente. Ist doch eine Auslegungssache, oder? Nicht wirklich viel abtropfen, in die Soße reingeben. Pasta, Kirschtomate. Ich glaube, ich fange mit der Bruschetta an. Ja, vermutlich. Auf jeden Fall ist heute richtig Pomodori-Attacke. Wir sehen uns bald wieder und dann hoffentlich mit neuen Einfällen, die vielleicht auch von euch kommen. Sagt mir, wie ihr es findet, wie es geworden ist. Habt ihr irgendwas nachgemacht? Wenn nicht, warum nicht? Wenn ja, gut gemacht. Ich verbleibe mit knackigen Grüßen hier aus Brot mit Ei und eine wunderschöne Woche wünsche ich euch. Bis dann. Ciao, ciao.